Und hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 mit mir, Nevergast. Hallöchen. Wir sind jetzt wieder hier am Auto, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Die Szene, das Spiel hat mich direkt in diese Szene wieder reingeworfen, was ich sehr praktisch fand. Und wir versuchen jetzt wieder hilflos diesen Leuten dann zu folgen. Na dann, auf geht's. Autsch, das tat weh. Ist zwar nicht mein Auto, aber es tat trotzdem weh. Und ich würde sagen, wir halten auch gleich hier an, weil wir kriegen das Auto ja eh nicht. Moment. So, hier müsste echt gleich die Vereinfahrt kommen. Genau. Jetzt? Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Denn ich weiß, wo hier die nächste Telefon... Zelle ist. Darum ist es sehr praktisch, dass wir... Ach komm, geh aus dem Weg. Wollt ihr mich alle verarschen? Meine Fresse. Na komm her. Das wird was kosten, Sir. So. Bitteschön. Ja, ja. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Na, dann best gleich noch ausstechen. So, okay, auf die Telefonzelle. Moment. Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich im Halbstark aufgetaucht sind. Wir haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit einem Halbstark fertig geworden. Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe zwei Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen zwei Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Na, das kann ja was werden. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Er macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Na, dann wollen wir mal. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, Mensch. Ah, Auto. Eddie okay. Am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Mitchies aus. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Da hat er nicht Unrecht, aber ich habe letzte Zeit keine Jobs von Derek angenommen, soweit ich weiß. Das Auto sieht wieder blendend aus, wie immer halt. Wow, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das Gejammere. Autsch. Was soll das Gejammere? Du hast, ich hab, du und ich hab und... Ach, wir sind da. Cool, okay. Das ist natürlich auch gut. Jetzt wird es auf jeden Fall gleich richtig lustig. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an.
Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerne haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Okay. Na, dann wollen wir mal. Einfach mal draufhalten, ne? Weiter geht's. La 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 la. Geht das eigentlich? Ne, geht nicht, okay. Wuhu, yeah! Den Tisch! Und. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Und Wuhu! Na? Dann halt nochmal. Worauf wartest du? Nimm das Ding und werf es rein. So schwer ist das doch nicht. Na, wirfst du? Hä? Wieso wirft er denn nicht? Wird die Leere sein. Verfluchter Vollidiot. Was soll's? Wir haben unseren Feind. Okay, jetzt auf zur Gießerei. Wie? Steigt an, Jungs. Wir treffen euch 2 am Haupt. Das war gerade ein völlig... Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber das war gerade ein völlig anderer Dialog, wie ich ihn sonst habe. Keine Ahnung, was das gerade war. Normalerweise wirft Marty immer zuerst und dann werfe ich. Ich habe keine Ahnung, was das gerade sollte. Mal schauen. Auf zur Gießerei, würde ich sagen. Mit unserer Promokarre hier. Und ich glaube, da vorne sind unsere Freunde. Oder mehr oder weniger Freunde. Falls ihr mich ein wenig komisch anhören sollte, ich bin leicht erkältet. Ich bin leicht erkältet. Ich habe auch ziemliche Halsprobleme. Aber ich musste aufnehmen, deshalb nehme ich gerade auf, weil ich aufnehmen musste, deshalb nehme ich gerade auf. So, und da sind wir. Empire Bay Forge. Mischen wir die Kerle mal auf. Macht sie fertig! Wuhu! Das ist ein Freund? Hallo! Bleib liegen! Und du auch noch! Ich geb doch schon 8! Jetzt verreckt doch endlich. Los jetzt! Zack, zack! Na also. Komm raus aus deinem Haus! Das ist alles? Da blüht hier was. Gute Nacht. Mist. Na komm her. Was
Was haben wir denn noch so? Die ist leer. Mist. Auf geht's. Alles klar? Wir kriegen ihn. Na komm her. Gib mir Deckung, Vito. Los, ich gib dir Deckung, Vito. Ist aber nett von dir. Wenn du das jetzt noch machen würdest, das wäre total geil. Was soll denn das jetzt werden? Gute Nacht, mein Freund. Oh, sind das viele. Kann ich da einsteigen? Nee. Nimm das Arschloch! Wer bist du? Ach, das ist Johnny. Kann ich da hoch, ne? So eine Kletter-Action gibt's hier nicht. Alter, jetzt stirb doch endlich mal. Ich bin immer so kurz vor der Schmerzgrenze. Oh, und weiter geht's, würde ich sagen. Irgendwas Interessantes, hier einer von denen mit dabei. Oh, Mann. Das ist geil. Hier kann man essen. Was haben wir hier? M1 Garand. Ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Das wirft Cola trinken. Ist sehr cool, was gibt's denn noch alles? Den Teil habe ich noch nie gesehen. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber hier scheint nichts weiter Interessantes zu sein. Nein, nicht wirklich. Sprinten ging nicht bei. Was war das? Nochmal, warte. Oh ne, okay, gut, das sah doch so strange aus. Gut, na dann. Das ist ein Gewehr, würde ich sagen. Left, Bastard, left. Das ist ein geiles Gewehr, würde ich sagen. Hilfe! Hui, also... Die gehen auf jeden Fall ab. Komm her! Ich will dir einen Headshot geben. Jawoll! So macht man das. Hier noch irgendjemand? Oh, es war ein Feind. Moment, hier lag eine geile Waffe. So, da kommt her, wo seid ihr? Bin doch schon dabei. Was? Wo kam? Nein, wo kam das her? Sag mir nicht, ich muss alles nochmal machen. Ab hier alles nochmal, okay. So, dann bitte das Gewehr. Na, nimm das Gewehr. Trink eine Cola. Und weiter geht's.